Hallo und willkommen oder ein Willkommen zurück bei Yamaha. Heute lernen wir gemeinsam ein neues, kurzes Klavierstück zu spielen. Und es wäre großartig, wenn ihr zu Hause einfach sofort mitmacht. Je nach Spielerfahrung auf dem Klavier werden wir dieses kurze Klavierstück schon in wenigen Minuten spielen können. Neben der Wiedergabe des Werkes werden wir uns mit einem einzigartigen Element unseres Yamaha Music Education Systems befassen. Über die Reproduktion von Musikwerken hinaus bringen wir unseren Schülern bei, ihre eigene Musik durch Variation, Improvisation und Komposition zu erarbeiten. Wir werden das gemeinsam in etwa 10 Minuten angehen. Bevor wir starten, noch Folgendes. Das Yamaha Silent Piano ist ein akustisches Piano, welches sich mit einem Knopfdruck über Kopfhörer im Silent Mode spielen lässt. Und damit haben wir die Möglichkeit, zu jeder Zeit musizieren zu können, sogar nachts. Dadurch klingelt bestimmt kein verärgerter Nachbar, der sich von uns gestört fühlt. Und auch unsere Familie bleibt ungestört. Wir können also in Ruhe spielen, ohne durch die Außenwelt abgelenkt zu werden. Wir setzen einfach unsere Kopfhörer auf und los geht es schon. Das Silent Piano verfügt über eine Aufnahmefunktion, die es uns ermöglicht, uns selbst aufzunehmen. Und damit haben wir sofort die Möglichkeit, uns selbst zu begleiten. Um im Silent-Modus den Sound des Pianos zu ändern, können wir zwischen verschiedenen Klängen wählen, wie zum Beispiel Piano und Streicher. Fangen wir aber jetzt mit dem Klavierwerk an. Ich werde euch das Stück zunächst als Model Performance vorspielen, damit ihr die Botschaft, das Tempo und den Charakter dieses kurzen Repertoirestückes kennenlernen könnt. Der Titel des Stückes heißt Der Schaukelstuhl. Nachdem wir uns dies angehört haben, schlage ich vor, wir fangen sofort mit dem Spielen an. Macht mal einfach nach und bitte wartet auf meinen Einsatz. Achtet auf die Sitzposition vor dem Klavier und denkt daran, dass der Abstand zum Klavier von beiden Ellbogen beeinflusst wird. Stellt sicher, dass die Ellbogen noch vor dem Oberkörper frei bewegen können. Und achtet darauf, dass die Unterarme mit den Klaviertasten eine fast gerade Brücke bilden. Ich werde den ersten Teil der Melodie vorspielen, nachdem ich den Mittelfinger meiner rechten Hand auf das T oder anders gesagt auf die Taste H gelegt habe. Ich atme ein, bevor ich anfange und spiele. Macht mir einfach nach und achte auf meinen Einsatz, damit ihr das sofort nachspielen könnt. So können wir gemeinsam das gesamte Stück durchgehen. Ihr spielt jeweils den Beginn der Melodie und ich spiele die anderen Teile. Ich gebe euch den Einsatz. Eins, zwei, drei.
1. Nachdem wir das jetzt schon geschafft haben, kommen wir nun zur Weiterführung und zum Ende der Melodie. Ich schlage vor, ihr könnt den Anfang der Melodie selbstständig übernehmen. Ich werde für euch die neuen Teile stets vorspielen, damit ihr die dann sofort einbauen könnt. Los geht's. 1, 2, 1, jetzt. Während ihr spielt, spürt, wie euer Arm die Melodie mitgestaltet. Fühlt neben den Fingern auf den Tasten auch den Arm als Mitgestalter. Wie bereits erwähnt, ist Klavierspielen wie Singen. Und ohne zu atmen ist das Singen nicht möglich. Als nächstes werde ich den Anfang der Melodie spielen und ihr antwortet mit dem weiteren Verlauf, die Weiterführung und das Ende der Melodie der rechten Hand. Ich werde euch stets dafür den Einsatz geben. Probieren wir es aus. Bevor wir jetzt gleich die Begleitung, die wir mit unserer linken Hand spielen, angehen, können wir mittlerweile das gesamte Stück spielen. Ihr spielt die Melodie und ich ergänze euch die Begleitung dazu. Damit wir fühlen, wann es genau losgeht, spiele ich euch ein kleines Intro dazu. So, und zum Abschluss spielen wir die Begleitung der linken Hand. Setzt den Daumen der linken Hand auf die So-Taste oder das G. Ich spiele zuerst, ihr spielt, nachdem ich euch den Einsatz gegeben habe. Und wenn ihr spielt, spiele ich euch die Melodie mit meiner rechten Hand zur Orientierung dazu. So. So, fa, so.
Um jetzt beidhändig spielen zu können, spielt mir einfach mit beiden Händen nach. Und damit ihr dies gut verfolgen könnt, werden meine Hände stets eingeblendet. Wie schon am Anfang erwähnt, werden wir uns neben dem Nachspielen einer Partitur jetzt mit einem einzigartigen Lernelement unseres Yamaha Music Education Systems befassen. Neben der reinen Wiedergabe eines Notenschriftes möchten wir bei unseren Schülern die Fähigkeit entwickeln, eigene Musik zu kreieren, durch Variation, Improvisation bis hin zur Komposition. Ihr könnt übrigens im Internet unter dem Suchbegriff Yamaha Junior Original Concert eine Vielzahl von Kompositionen unserer Schüler der Yamaha Music School aus der ganzen Welt anschauen. Und diese Schüler werden genauso unterrichtet, wie wir es heute anbahnen. Lasst uns das jetzt gemeinsam entdecken. Ihr spielt bitte den Anfang der Melodie. Entweder mit der rechten Hand oder mit beiden Händen. Ich übernehme die Weiterführung und das Ende der Melodie und ändere diese beiden Teile ab. Ich gebe euch den Einsatz. Eins, zwei, eins, jetzt. Und das gilt auch für den Beginn der Melodie. Ich beginne und ändere den Anfang jeweils ab. Ihr spielt die Fortsetzung und das Ende. Probieren wir das jetzt mal aus. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Probiert mal aus, den Beginn der Melodie abzuändern. Ich werde euch den Einsatz geben. Eins, zwei, eins. Bevor wir jetzt für heute Schluss machen, probieren wir einen ähnlichen Ansatz für die Begleitung. Nach meinem Zeichen spielt ihr bitte die rechte Hand, wie gehabt. Ich ändere die Begleitung der linken Hand und kann damit auch den Charakter des Klavierstückes beeinflussen. Los geht's! Eins, zwei, eins. Thank you.
Die Vorstellungskraft eines Menschen kennt keine Grenzen. Unsere Vorstellungskraft kennt keine Grenzen. Lass uns auch das nächste Mal dies erkunden, hier auf unserer Website. Oder probiert es online mit einem unserer Lehrkräfte und nutzt ein interaktives Angebot unserer Yammer Music Schools. Tschüss fürs Erste und ich hoffe, ihr macht auch beim nächsten Mal wieder mit. Nutzt dabei im Netz die Chance, das Yamaha Junior Original Concert anzuschauen, um herauszufinden, wie die Vorstellungskraft und die Energie, die Kreativität und der innere Antrieb des Menschen sich entwickeln können. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns erneut ein Stück erlernen und weiter die Funktionen eines Silent Pianos kennenlernen können. Bis bald, mach's gut und auf Wiedersehen.